Kunstkocher vom Steinergut in Radstadt war immer schon ein Vordenker und Pionier. Bewirtschaftet er doch mit seiner Frau Maria das Steinergut seit über 30 Jahren schon biologisch. Auch die Liebe zur Imkerei begann schon in den Kinderschuhen. Noch weiter zurückgehen müsste ich eigentlich auf meinen Großvater. Der hat auch Bienen gehabt und der hat die alte Bienenhütte noch am alten Stall dabei gehabt. Und da haben wir ja, als Buben halt gespielt drinnen. Und irgendwo, das Wachs war für mich eigentlich der Duft faszinierend. Auch in seiner Arbeitsweise geht er oft seinen eigenen Weg. Es gibt viele, die damit Rauch arbeiten. Ja, weil das ist einfach ein bisschen eine Situation für die Bienen, wo sie dann irgendwo eine Angst kriegen, fressen sie praktisch voll und haben dann eigentlich ein bisschen Ruhe. Und ich mache das eigentlich mit einem Wasser oder mit Duftölen, wo ich eigentlich auch Ruhe erzeuge. Und die haben dann vor allem durch das Wasser nichts in Honig drinnen. Aber durch diesen Rauch habe ich natürlich ein bisschen einen Nachteil. Es kann durchaus passieren, dass auch Kunden kommen und sagen, da war ja irgendwas am Rauch. Meistens verdunstet es wieder, aber eigentlich ist das ein Punkt, was ich zum Beispiel persönlich vermeide. Ich will das nicht beurteilen, aber es ist nicht immer notwendig. Und es gibt eben verschiedene Zugänge und das ist halt dann der Imker selber, wenn er sagt, ja, ich kann das auch machen. Und da ist halt gut, wenn du Völker hast, die eigentlich eher ruhig sind, dann wirst du das vielleicht eher vermeiden. Aber nicht nur mit Bienen, er ist geprüfter Meister der Bienenwirtschaft, sondern auch mit Kräutern beschäftigt sich Ernst seit seiner Kindheit und ist Fachmann in Fragen zur Imkerei und Kräuterkunde. Und diese Symbiose Biene und Kräuter, das fasziniert mich. Und das sind ja auch Geheimnisse, wo wir nicht alles wissen. Wo erst diese Bestäubung in der Blüte passiert, dass diese Kräuter einen höheren Wert haben, als wenn sie nicht bestäubt sind. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Es ist ja nicht alles wissenschaftlich nachgewiesen. Da waren ja noch Themen, die was da vielleicht mal irgendwo aufgegriffen werden und sagen, was ist da wirklich noch alles drinnen? Was hat man da noch für die Vorteile? Aber alleine diese Erkenntnis, dass der Geschmack schon dabei ist, das ist einmal sicher. Die Jungbauern Johanna und Thomas haben sich mit der Anschaffung kleiner Dexter-Rinder einen Traum erfüllt. Ich habe in Thomas, den Sohn von Ernst, kennengelernt. Er hat zu mir gesagt, er hat 300 Tiere daheim. Jetzt habe ich mir natürlich voll erschreckt, dabei hat er 300 Händel gemeint. Aber das habe ich jetzt erst nicht wissen können. Und in der Folge denkt man sich dann, ja, was muss ich eigentlich noch verbessern für die Biene? Und da sind dann die Kräuter gekommen. Und bei den Kräutern ist mir dann wieder so gegangen, ja, was kann ich eigentlich für die Kräuter wieder verbessern? Und da hat sich das wieder ergeben, da wir auf die Geflügel gekommen sind, weil die eigentlich ja auch was hinterlassen. Und diese Nährstoffe, also diese Mist- und Kompostmischungen, ist dann für gewisse Kräuter, die was wirklich brauchen, gar Nährstoffe, wieder ganz gut geeignet. Durch die ganze Vorarbeit, was die Maria und die Ernst geleistet haben, war das eigentlich gar nicht so schwierig. Sie haben so viel Zeug und so viel gelernt, dass wir da eigentlich gleich mitarbeiten und weiterarbeiten haben können. Honig, man nennt ihn auch die Speise der Götter, war schon im alten Ägypten ein elitäres Lebensmittel. Später wurden auch die heilenden Eigenschaften erkannt. Und seit mindestens 10.000 Jahren dient Honig dem Menschen als Nahrungsmittel. Und das ist auch eine Zufriedenheit, wenn ich selber in den Garten rausgehen kann und ich finde was. Das ist das Paradies, was man sich selber machen kann. Mit allem sorgsam umgehen. Nach diesem Prinzip arbeitet Ernst Kocher und steckt in seine ganzen Produkte Liebe und Leidenschaft.